Leute, heute teste ich für euch von Elements den Special Green Apple. Ich habe das Ganze jetzt 24 Stunden in meinem Zipper ruhen lassen. Die Molasse ist noch nicht ganz eingezogen, aber schon ziemlich gut. Ich denke mal, das wird noch besser, aber ich will jetzt schon mal rauchen. Zum Schnitt zeige ich euch jetzt mal ein Bild. Der Schnitt ist relativ grob. Wenn ich mir nochmal hole, dann würde ich eindeutig mit der Schere den Schnitt nachbearbeiten. War jetzt ein bisschen faul dazu. Ja, was kann man noch sagen zum Geruch? Auf jeden Fall säuerlich. Ich würde es nicht als Apfel definieren, sondern als Apfelringe. Klar, Apfelringe sind ja auch Apfel, aber es riecht nicht wie die Frucht Apfel, sondern wirklich nach diesem sauren Apfelring. Ich bin echt gespannt, ich werde den Tabak jetzt rauchen, wenn die Kohlen durchgeglüht sind, wenn ich mich... So, der Kopf ist jetzt an, ich rauche in der Powerbowl 3 Lagen Alu, 3 Coco Primus Atomlochum. Zum Rauchverhalten ist ganz in Ordnung. Aber der Rauch verfliegt wirklich schnell. Ich konnte es mir irgendwie nicht erklären. Im Shisha-Forum haben es ja schon einige gepostet, aber ist auf jeden Fall der Fall. Zum Geschmack. Schmeckt säuerlich. Schmeckt gut, ja, gefällt mir. Schmeckt wie Apfelringe. Säuerlich nach Apfel. Ja, auf jeden Fall ein super Geschmack. Zur Handhabung vom Tabak ist zu sagen, der braucht sehr viel Hitze. Also ich habe jetzt locker eine Viertelstunde lang angeraucht. Also nicht, um ihn auf die Temperatur zu bringen, dass überhaupt der Geschmack da war. Es kann auch sein, dass er jetzt erst ein bisschen kurz gelagert hat, ich weiß es nicht. Das werde ich auf jeden Fall dann später nochmal testen. Kann euch auch nochmal die OVP zeigen. So wird der Tabak geliefert. Das ist die Molassenpackung. Ja, ich bin von dem Tabak eigentlich überrascht. Er hat dem Hype standgehalten, zumindest diese Sorte. Ich gebe dem Tabak 9 von 10 Punkten. Wenn ihr Apfel mögt und absolut nicht auf Anis steht, so wie ich, kann Doppelapfel absolut nicht ausstehen, dann ist es genau euer Apfeltabak. Probiert ihn ruhig mal aus, ist zwar ein bisschen Stress mit dem ganzen Anfeuchten, aber es lohnt sich. Haut rein, euer Flo.